Was wir alle immer sehen wollen, sind natürlich gesunde Augen, die einen leichten Defokus haben, so viel gerade, dass wir den Leuten mit unseren Sehhilfen helfen können. Und dann gibt es natürlich bei dem Thema Umsetzung, wohin ging der mal? Ach so, jetzt geht er auch. Umsetzung in die Praxis, einige allgemeine Fragen. Dann die Fragestellung, wie haben wir das Problem bis jetzt gelöst, solange wir dieses Gerät noch nicht hatten? Wie ist die pekuniäre Seite, wirtschaftliche Aspekte, Marketingaspekte und auch, last but not least, wie sehen unsere Patienten das? Sind die bereit, das mitzumachen? Und ich habe jetzt mir einige Fragen gestellt, die mich dann eben immer beschäftigt haben. Und ich habe jetzt hier auch schon am Rande der Veranstaltung Gespräche geführt. Es gibt ja bei dem Thema Myopie-Progression durchaus auch andere Stimmen, kritische Meinungen, die zum Teil auch schon veröffentlicht worden sind. Gibt es das denn wirklich? Ich habe diese Frage gestellt, weil wir ja besonders in der Augenoptik in den letzten Jahrzehnten vielen Einhörnern hinterhergelaufen sind. Bis vor 20 Jahren war es noch ein festes Statement, dass harte Kontaktlinsen bei Jugendlichen die Myopie stoppen. Viele Augenärzte, hochgebildete Spezialisten, Klinikchefs haben bis vor kurzem und vielleicht auch zum Teil immer noch gesagt, harte Kontaktlinsen bremsen den Keratokonus, die stoppen den Keratokonus. Es gibt Firmen, die verkaufen ihnen Geräte, damit können sie Aberrationen am Auge messen und dann sagen die, wenn sie damit ein Brillenglas machen, dann haben die Leute ein super Visus, Kontrast und Farbsehen im Dunkeln. Ich höre verhaltene Zustimmung. Vor einigen Jahren ging auch mal durch die Medien, dass Nachtlicht die Ursache für die Myopie ist. Das ist auch nicht der Fall. Dann gab es das Thema aberrationsgelenkte LASIK, macht den Visus 2.0 zum Standardvisus. Haben wir bis jetzt auch selten gesehen. Deshalb die Frage, gibt es die Myopie-Epidemie wirklich? Ich habe dazu noch mal im Deutschen Ärzteblatt nachgeguckt. Das ist auch eine Veröffentlichung von Professor Scheffel. Der hat also da gesagt, 2015 wurde in der Zeitschrift Nature berichtet, dass die Myopieprävalenz in den südostasiatischen Metropolen von ca. 20% in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf aktuell über 80% angestiegen ist. Das ist natürlich eigentlich nur ein Echo dessen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Aber trotzdem wollte ich eben als wissenschaftsferner, nicht bildungsferner, aber wissenschaftsferner Teilnehmer am Markt doch nochmal diese Frage stellen. Und wenn das so ist, haben wir ja gesehen, das ist Genetik spielt eine große Rolle. Und es ist in Asien eben sehr stark auch konzentriert. Die nächste Frage, trifft das auch für Europa zu? Die gleichen Autoren schreiben dazu, zu diesem E3-Konsortium, also European Eye Epidemiology Consortium, dass es hier Prävalenzdaten gibt, die auch für Europa eine deutliche Zunahme von 15% bei den 75-Jährigen, 34% bei den 50-Jährigen und 46% bei den 20-Jährigen gibt. Also auch hier geht die Myopie-Kurve nach oben. Herr Konrad hat das mit einer schöneren Grafik auch schon gesagt. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, weil ich dort auch Member bin im International Myopia Institute, wer da so ist. Und habe dann also mal geguckt, da ist zum Beispiel der Professor Joost Jonas, eine deutsche Koryphäe, was das Thema Glaukom im Wesentlichen auch angeht, aber andere Dinge auch mehr. Den habe ich also persönlich als Referent auch schon gehört, dem würde ich vertrauen. Dann ist sowieso ein Großkaliber hier der Serge Resnikov. Andere prominente Leute wie Lyndon Jones, James Wolfson, die Christine Wildsüt ist auch schon viele Jahre beim Thema Myopie aktiv. Mich hat ein bisschen gewundert, dass hier auf der Industrieseite der Herr Kern noch nicht dabei ist, weil hier ist jetzt bis jetzt nur Herr Kratzer. Also ich würde sagen, auch mit dem Hintergrund, dass das Ganze von Brian Holden mit initiiert war, wer ihn in den letzten Dekaden erlebt hat, der hat natürlich immer einen starken Entertainment-Wert gehabt, auch bei seinen
Vorträgen, aber was er zum Thema Sauerstoffversorgung der Hornhaut gesagt hat und an anderen Punkten angestoßen hat, das hat eigentlich immer Hand und Fuß gehabt. Also als Praktiker würde ich sagen, da machen wir mal einen grünen Haken dran an diese Fragestellung. Für mich ist das sicherlich ein Thema, was aus meiner Sicht nicht in Frage zu stellen ist. Vielleicht kann man darüber reden, wie plakativ das dem Endverbraucher kommuniziert wird. Die nächste Frage, wie haben wir es denn eigentlich bisher gemacht? Als wir dieses Gerät noch nicht hatten, kannten wir das Auge, den Sehfehler. Wir kannten auch die Brechkraft der Hornhaut. Was wir niemals wussten, war die Achsenlänge und die Brechkraft der Augenlinse. Das war immer eine Unbekannte und wir haben im Rahmen einer Antizipation dann eben geguckt, wie das Auge aufgebaut ist. Das ist die objektive Refraktion. Hier steht minus 8,87 und hier steht 45 Dioptrien Hornhautbrechkraft. Beim Goldstrandauge mit 7,8 mm Hornhautradius sind es 43 mm. Also haben wir schon gewusst, ungefähr 2 Dioptrien Kurzsichtigkeit haben wir an der Hornhaut, also müssen wir ungefähr noch 6,87 im Augeninneren haben und haben auf der Basis dann so eine Daumenabschätzung gemacht, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn wir dann, das ist ein Beispiel hier von einem Elfjährigen, wenn wir den dann eben ein paar Jahre später wiedergesehen haben, oder wir haben das ja regelmäßig kontrolliert, aber das ist nur mal ein Beispiel, um etwas größeren Sprung zu zeigen, dann haben wir gesehen, dass sich die Hornhautradien, also obwohl wir Kontaktlinsen angepasst haben, und bei Kontaktlinsenanpassung hat man ja häufig Veränderungen der Hornhautbrechwerte, aber wir nehmen das auch als Kriterium zur Qualitätskontrolle, dass wir natürlich möglichst versuchen, das Auge nicht zu verändern durch die Kontaktlinsenanpassung. Wenn wir das gesehen haben und haben gesehen, okay, die Brechkraft der Hornhaut ist im Wesentlichen gleich geblieben, aber die Gesamtmyopie ist angestiegen, dann sind wir davon ausgegangen, dass es hier ein Längenwachstum gegeben hat. Das war eine Annahme. Messen konnten wir das bis jetzt nie, aber wir halten das natürlich für wichtig. Ich habe den selben jungen Mann, den ich jetzt seit 7 Jahren durchgängig betreue, dann nochmal gesehen, und zwar am 26.09. Der ist jetzt bei minus 12,63 angekommen und Sie sehen hier, die Hornhautbrechkraft ist mit ungefähr 45 Dioptrien immer noch gleich geblieben. Das heißt, das Auge ist mutmaßlich in der Länge doch immer noch länger geworden. Und wir haben jetzt hier mit fast 28 Millimetern doch auch eine deutliche Verlängerung, die jetzt auch diese hohe Myopie erklärt. Ich habe nochmal daneben gelegt die Versorgung, die wir bei ihm gemacht haben. Als er 11 Jahre alt war, kam er mit einer Brille mit den Stärken von minus 11,5 und minus 12,5, mit einem gewissen Zylinder. Wir haben damals keine anderen Möglichkeiten gehabt, als eine Versorgung zu machen. 2012 war das mit einer Multifokallinse Biofinity D-Addition 2.0. Das war mal so eine gängige Empfehlung für solche Fälle. Dann haben wir ihn gesehen. Ein Jahr später, das war also deutlich runtergegangen in der Myopie. Ich habe das alles nochmal recherchiert für diese Präsentation. Ich denke, dass also der war bis dahin in augenärztlicher Betreuung, dass die Brille sowieso etwas zu stark gewesen ist. Wir mussten dann, weil die Myopie sich erhöht hat, sodass wir außerhalb des Lieferbereichs der Biofinity gekommen sind, umstellen auf Einstärkenlinsen. Also der Hintergrund, der menschliche Hintergrund war, der hat natürlich gemerkt, dass er mit den Kontaktlinsen wesentlich besser klarkommt, besser sehen kann, nicht eingeschränkt ist beim Sport. Der wollte unbedingt bei Kontaktlinsen bleiben. Und dann haben wir ihn umgestellt auf eine Einstärkenkontaktlinse. Und in der Zeit hat er auch eine deutliche Myopiezunahme gehabt. Und ab 2017 haben wir dann mit der Scalia gearbeitet, hier in dem Fall, und zwar auch eine torische Linse von der Firma Galifa, die auch bei solch hohen Werten eben durch das Profil auf der Vorderseite eine Ringoptik hat, die dann eben den peripheren Fokus vor die Netzhaut verlagern soll. Und in der Zeit ist er jetzt eigentlich, ist das Ganze abgeflacht. Man kann natürlich jetzt
viel über diesen Fall diskutieren und sagen, okay, der ist jetzt älter geworden, da ändert sich vielleicht die Brechkraft der Augenlinse, es können viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ich bin natürlich als Praktiker mit so Einzelfällen nicht in der Lage, das so zu verallgemeinern, dass man da daraus also eine generalisierte Aussage ableiten kann. Aber es wäre für uns natürlich von großem Wert gewesen, wenn wir in dieser Zeit die Augenbaulänge hätten messen können. Konnten wir nicht, denken aber eben, dass das natürlich eine Verbesserung, Erweiterung ist. Eine Frage, die ja natürlich für viele, die Praktiker sind, auch eine wichtige Rolle spielt. Wir leben ja auch im Land der begrenzten Budgets, ist natürlich, also und die Wunschliste, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die ist natürlich sehr lang. Wenn man Optometrie ausübt, dann möchte man den Augeninnendruck messen, möglichst mit der besten Technik, sowas wie das Corvis wäre schon toll, wo man die Biomechanik der Hornhaut mit berücksichtigen könnte. Dann möchte man gerne ein Perimeter haben, was up-to-date ist. Dann braucht man irgendwann auch vielleicht nochmal ein OCT, um etwas genauer nachzugucken. Eine Pentacam wäre klasse. Und wenn man die ganzen Daten dann alle verarbeiten will, muss man irgendwann mal in eine neue EDV investieren. Und das muss natürlich alles auch erwirtschaftet werden. Ich habe da mal jetzt die wirtschaftlichen Aspekte aus meiner Sicht kurz dargestellt. Die Messung dauert 2 Minuten 30 Sekunden. Wir haben gerade die Zeit nochmal gemessen. Aber die Messung ist nicht das Zeitaufwendige. Das Entscheidende ist die Erläuterung, die Begleitung. Und das kann man in der Regel nicht delegieren. Die Messung kann man delegieren. Aber die Erklärung, worum es hier geht, das muss jemand machen, der die Hintergründe erläutern kann, am besten Herr Konrad oder Herr Hessler. Also da müsste man dann eigentlich nach unserer Kalkulation etwa 86 Euro abrechnen. Die GOE, also diese Messung mit dem IOL-Master, die bei Augenärzten vor Kataraktoperationen durchgeführt wird, steht mit einem Gebühren von 44,70 in der Liste. Und Herr Kern hat mich gebeten, auch nochmal so einen kosmetischen, attraktiven Preis von 29 Euro mit durchzurechnen. Das könnte man auch machen. Und wenn man das Gerät also finanzieren möchte, wenn man das Gerät eben durch die Messung auch wieder wirtschaftlich einspielen möchte, dann habe ich mal die Annahme gehabt, 3 Messungen pro Woche. Dann hat man also dieses Gerät, die Gerätekosten wieder drin nach 2 Jahren. Wenn man die 44,70 ansetzt, hat man die Gerätekosten drin nach 3 Jahren und 8 Monaten. Und wenn man eben die kosmetische Lösung nimmt, dann muss man 5 Jahre und 7 Monate messen, bis man die Gerätekosten wieder drin hat. In der Augenoptik und Optometrie gibt es ja einige Quersubventionen. Wenn Sie diese Sache anbieten und sagen, ich halte das für unwahrscheinlich wichtig, weil ich natürlich damit auch mein Image total ändere. Ich bin nicht mehr derjenige, der morgens seinen Laden aufschließt und wartet, ob jemand kommt, der mir einen Auftrag für eine Sachleistung gibt und etwas kauft, mit dem ich dann meine Marge erziele, sondern ich werde praktisch durch diese Dienstleistung, so ähnlich wie wir das auch bei der Kontaktlinse schon bei den Keratokonus-Patienten kennen, die wir betreuen, immer mehr zum Partner, zum Berater. Ich messe beim Keratokonus zum Beispiel die Hornhautdicke und mache beim Monitoring eben auch eine Analyse, ob der Keratokonus progressiv ist oder nicht, um dann im gegebenen Fall dem Patienten zu sagen, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, sich mit jemandem zu unterhalten, der Ihnen Corneal Crosslinking anbieten kann. Wenn wir unter 400 μ sind, dann ist das schwieriger oder nicht mehr möglich. Und jetzt ist noch genügend Spielraum. Das heißt, ich verändere meine Position als Dienstleister und ich werde eben immer mehr zum Dienstleister und ich bin dann nicht mehr unter diesem Margendruck, den der Sachleister hat. Wenn Sie das also für wichtig finden und sagen, ja, ich erkenne hier eine Situation und kann eine gewisse Prognose stellen, kann eben sagen, jetzt sollten wir bei Ihrem Kind etwas tun, damit wir nicht am Ende in einer sehr hohen Myopie enden, dann kann man natürlich sich über diese Punkte Gedanken machen und kann eventuell, wenn man im Betrieb Möglichkeiten sieht, auch Wege einer Quersubventionierung dafür finden und das Ganze anders anbieten. Was für mich wichtig ist,
Und ich denke, für viele, die ihre Alterskurve im Betrieb sehen, ist natürlich, dass sie hier einfach nochmal richtig vorgreifen. Das heißt, sie können in diesem Bereich der Bevölkerungspyramide hier deutlich nochmal eine Akquise machen. Und wenn Sie diese jungen Fehlsichtigen gut betreuen, dann können Sie davon ausgehen, dass die eine sehr hohe Loyalität haben. Denn wenn die sehen, was Sie alles bei denen messen, was Sie für einen Aufwand treiben und wie sorgfältig Sie die Kontaktlinsen anpassen, denke ich, ist das Risiko, dass die vielleicht wegen eines anderen Preises woanders hingehen, deutlich gemindert. Denn die Leistung, die Sie bei Ihnen bekommen, gibt's ja erstmal woanders auch nicht. Das ist vielleicht ein Argument auch aus betriebswirtschaftlicher oder marketingtechnischer Sicht, so eine Leistung mit anzubieten, aufzunehmen. Ich habe das nicht ganz dunkelgrün gemacht, so wie die anderen, weil das muss natürlich dann jeder für sich entscheiden und einen entsprechenden Weg finden. Zur Akzeptanz dieses Gerätes, wir haben jetzt in den letzten 8 Wochen 90 Patienten damit vermessen, quer durch die Bank. Und wir haben dafür, weil wir jetzt schnell möglichst viele Daten haben wollten, nichts extra abgerechnet, muss ich ganz offen sagen. Wir wollten einfach viele Messungen und haben damit eben praktisch über 10 Messungen pro Woche gemacht. Das ist durchaus möglich. Und wir haben auch, weil wir in der Kontaktoptik sehr, sehr viele Menschen betreuen, die hochgradig kurzsichtig sind. Kurzsichtige lieben ja Kontaktlinsen. Darauf geachtet, wenn jemand mit einem Kind gekommen ist, haben wir das angeguckt. Und ich habe hier mal ein Beispiel. Der Vater ist mit minus 10 Dioptrien kurzsichtig, ist mit seinem Sohn gekommen. Und wir haben jetzt hier diesen Stuhl genommen, also der ist jetzt 2. Wir haben den Stuhl genommen, nicht weil wir keinen Rollhocker haben, sondern einfach, um die ganze Sache ein bisschen zu beruhigen. Wir wollten nicht so viel Dynamik da haben, um die Qualität der Messung zu verbessern. Natürlich hat das so alles noch nicht so gut gepasst. Wir haben natürlich, weil wir uns regelmäßig auch mit Kindern beschäftigen, hier eine passende Sitzerhöhung, haben ihn dann da reingesetzt. Man sieht unschwer, dass das jetzt hier oben noch nicht ganz gepasst hat, aber man kann das gut einstellen und mit ein bisschen Unterstützung ist es dann auch möglich, die Messung zu machen. Und wir wissen aus Studien, dass bei den unter 6-Jährigen die Prävalenz für eine Myopie bei ca. 5% ist. Also wir haben eigentlich keine Erwartungshaltung unbedingt gehabt, jetzt hier was zu finden. Aber wir haben etwas gefunden, denn mit seinen 2 Jahren hat er also schon eine Achsenlänge, wie man die bei etwa einem 6-Jährigen erwarten würde. Und er ist also knapp 23 mm. Und das müsste dann in ungefähr wie viel plus? 2,7 haben Sie gesagt, pro Millimeter. Also der müsste also jetzt dann noch ungefähr 3 Dioptrien oder knapp 3 Dioptrien hyperop sein. Aber tatsächlich haben wir eben hier schon eine Kurzsichtigkeit gefunden bei relativ normalem Hornhautbrechwert von 43 Dioptrien. Also die Augenlänge ist hier schon länger als altersentsprechend wäre und die Kurzsichtigkeit zeichnet sich ab. Das wäre natürlich ein Argument, diesen Jungen regelmäßig zu messen. Wir haben dann auch die Eltern nochmal befragt. Und da habe ich also einen Fall von einer Frau, die ich seit 25 Jahren betreue, nochmal mitgebracht. Ich bin mit 24 Dioptrien kurzsichtig und ich spüre deutlich die Einschränkung dieser Kurzsichtigkeit. Und ich würde es begrüßen, wenn meine Kinder mithilfe dieses Geräts untersucht werden würden. Das war eigentlich durchgängig der Tenor, so dass wir sagen können, auch bei der Praxiserfahrung mit den Fehlsichtigen können wir an sich das Ganze grün einfärben. Ein letztes Wort noch zu dem ganzen Thema Studienlage und Praxis. Für mich gibt es bei dem ganzen Thema Myopiekontrolle, obwohl wir schon viele Jahre dabei sind,
immer noch viele offene Fragen. Und ich denke, was wir jetzt wissen, ist nicht in Stein gemeißelt. Ich denke, es werden noch viele neue Informationen in Zukunft zu diesem Thema kommen. Und auch zum Beispiel, was mich ein bisschen unsicher macht in der Aussage gegenüber den Eltern, ich möchte natürlich authentisch sein und verlässliche Angaben machen, ist eben einfach, dass wir zwar wissen, wie sich das Ganze in diesen Kohortenstudien statistisch verhält, aber es gibt natürlich auch dort unter Umständen eine ganz erhebliche Streuung. Es gibt Fehlsichtige, die sehr gut ansprechen und eine stärkere Reduktion der Myopie-Progression haben. Und es gibt andere, die eben fast überhaupt nicht darauf reagieren. Und das wäre natürlich, da würde ich in Schwierigkeiten kommen, wenn ich das dann erklären muss nach 2-3 Jahren, warum das weiter galoppiert. Das ist etwas, was ich für bedenkenswert halte und hoffe, dass uns da die Forschung in Zukunft noch bessere Antworten gibt. Und ich denke, es ist natürlich auch eine große Unwägbarkeit im Einzelfall, weil die Patienten, mit denen wir arbeiten, natürlich im richtigen Leben sind. Und wenn das kann sich schnell ändern mit der Naharbeit. Wenn die zu Weihnachten ein neues Videospiel bekommen, dann können die natürlich gleich mit einer ganz anderen Nahintensität aktiv werden. Die sitzen ja nicht alle wie die Hühner in Tübingen unter einer homogenen Ausleuchtung, sondern die sind im wirklichen Leben. Und da haben wir natürlich viele Unwägbarkeiten, was dieses Thema angeht. Da würde ich mir noch etwas mehr Klarheit wünschen. Aber ich denke, für uns, gerade mit diesem Schwerpunkt stark myopes Klientel, ist dieses Thema Myopia Master ein wichtiges Thema. Und ich bin eigentlich dankbar, dass Oculus da so aktiv dran geblieben ist, denn andere führende Gerätehersteller sind jetzt noch nicht so weit. Damit möchte ich schließen. Ich bin hier in der Gruppe der mit dem kürzesten Anreiseweg. Ich komme aus Hildesheim. Ich wünsche Ihnen aber eine gute Zeit in Hannover und bei der Sichtkontakten. Dankeschön.